Ja, moin Leute, XPK Nuke, aka das Biest, ist mal wieder back in business und herzlich willkommen zu Episode Nummer 2. Wir reden über YouTuber, Bubbles und ich meine Bubbles und meine Serie, so wollte ich sagen. Tut mir leid für den Sprachfehler. Spaß. Wir sind heute, Bubbles stell dich mal vor und danach stellt sich unser Gast vor. Was geht YouTube? XPKL Bubbles ist auch mal wieder back im Business, ja. Wie Nuke schon gesagt hat, das ist Episode Number 2 und wir haben heute einen Gast dabei, nämlich den Yusuf, und weiter will ich auch noch nicht erzählen, weil er kann sich ja selber vorstellen. Hey, wer ist Yusuf? Ja, Spaß, Servus Leute, was geht ab? Ich bin's euer Yusuf von Over the Limit und ja, willkommen hier zu einem Video. Es geht heute echt um ein schwitziges Thema. Wir haben echt ins Gepäck mitgenommen, Alter, richtig fucking schwer und ja, die zwei können es irgendwie nicht alleine tragen, Alter, das Gepäck, echt, da fangen sie schon an zu schwitzen. Haben sie mich halt hier mit... Jetzt schon? Ja. Ja, unser Gast fängt natürlich auch an. Oh Mann, Alter, haltet doch die Fresse. Nein, Spaß, auf jeden Fall. Es geht hier um Marcel Scorpion und ja, erstmal die positiven Dinge, dann die negativen. Also, wer ist überhaupt Marcel Scorpion? Marcel Scorpion ist einer der geilsten YouTuber in meinen Augen. Und ich sage das nicht, weil ich ein Fanboy bin, nein. Ich sage das auch nicht, weil ich mit dem Impact Clan gut befreundet bin, nein. Sondern weil er einfach krass guten Content liefert. Marcel Scorpion ist ein ehrlicher YouTuber mit eigener Meinung. Und vor allem die Sache mit Elotrix, da wo die den als Pädophilen beleidigt haben, fand ich ehrlich gesagt nicht gut, auch wenn ich jetzt nicht der überkrasse Elotrix-Fanboy bin. Es ist einfach schlecht, jemanden schlechten Ruf reinzudrücken sozusagen. Und ja, ich fand es echt krass von Marcel, dass er sich entschuldigt hat. Und in meinen Augen ist er viel reifer und erwachsener als der ganze Apokalypto-Clan zusammen, weil sie einfach keine Einsicht gezeigt haben, dass jemanden im Internet als Pädophilen darzustellen, einfach unter aller Sau ist. Und ja, Marcel hat's kapiert. Und ja, deshalb schätze ich ihn sehr. Des Weiteren macht es mir riesen Spaß, ihm sozusagen dabei zuzuschauen, wie er seine YouTube-Karriere macht. Also mach weiter so, Marcel. Das war's von mir jetzt erstmal zum Positiven. Ich gebe weiter an dich, Nico. Ja, ich kann ihn einfach in allen Punkten nur zustimmen. Marcel Scorpion ist einfach ein ehrlicher Mensch. Er verstellt sich nicht in den Videos. Sei es in den Live-Commentaries, sei es in den nachkommentierten Videos. Er ist einfach er selber und das feiere ich an ihm so. Auch über den Beef von Elfix und Apokalypto Royal, dass er da so ein Video gemacht hat, wo er sich entschuldigt. Meiner Meinung nach hätte er es einfach gar nicht machen brauchen, weil er hat ja sozusagen nichts Schlimmes über Elfix gesagt. Weil das meiste, was er gesagt hat, dass er es nicht gut fand und so. Das meiste hat ja Apokalypto Red gesagt. Ich will jetzt hier keinen Streit entflammen. Ja. Aber Apokalypto Clan, ganz ehrlich, Alter, ihr verdient einfach nicht. Ja. Ich sag's jetzt. Marcel Scorpion hat viel mehr Abos verdient auf jeden Fall. Ja, Marcel hat. Entschuldigung, aber ihr habt doch letztens über Apokalypto Red gemacht, gell? Ja. So an dich, Red, falls du das irgendwie siehst und keine Ahnung, falls du das siehst, Alter, schäm dich doch, Junge. Schäm dich. Marcel, schick sie mal bitte weiter, das ist ganz gut. Bitte? Marcel, sollst du ihm am besten noch weiter schicken, ja, Alter. Marcel, schick sie weiter. Schämst du dich nicht, Red? Du hast deine Reichweite, deine jetzige Reichweite, dem zu verdanken, den du als Pädophil darstellst. Ohne ihn wäre dir Apokalypto-Lumpen gar nicht so weit gekommen, okay? Er hat euch einmal im Livestream aus Spaß Apokalypto-Lumpen genannt. So, ihr habt natürlich gleich rumgeheult. Keine Lumpen. Selbstvertrauen ist, null. So, Elotrix natürlich gleich. So, ja, tut mir leid, Leute. Okay, passt. Hat euch zum Zocken eingeladen. Hat euch gepusht, Alter. Und dank ihm habt ihr so eine Reichweite bekommen. Und da, was fällt dir dann ein, den als Pädophil darzustellen, Alter? Schämlich. Ernsthaft schämlich. Sorry, ich bin vom Thema abgeschweift, aber sowas regt einfach nur auf. Ja, man gönnt Leuten den Erfolg und wie bedanken sie sich mit einem kräftigen Hurensohn? Hurensohn, nein, Spaß. Ich rede jetzt weiter und zwar hat meiner Meinung nach Marcel Scorpion mehr Abos verdient. Solltest du das Video sehen, Marcel, dann sage ich dir auch dir nochmal, du hast mehr Abos verdient, meiner Meinung nach, weil du der... Nuke, darf ich dich kurz unterbrechen? Nicht nur deiner Meinung nach, sondern glaube ich, alle stimmen da wieder zu, Yusuf, ja. Genauso wie ich, und ja, das an der Stelle nochmal. Ja,
Ah, Also. und ja, sorry, nimmt gerade alle Hater, ihr könnt uns gegen die Eier lutschen. Euer Hate macht uns Dislike fertig. das Video bitte. Ja, bitte, Dislikes, bitte. Bitte, Und falls es bitte. euch nicht passt, dann verpfeift euch einfach, okay? Euer Hate macht uns nur bekannter, nichts anderes. Er schadet uns nicht, er macht uns nur bekannter. Und jetzt, Nuke, du kleine Muschi. Beleidige mich nicht. Nein, Spaß. Ich sag jetzt doch mal, Muscle Scorpion hat einfach mehr Abonnenten verdient. Aua, meine Hand. Hat gerade sein Penis auf seine Stirn Nein, es ist einfach so. Marcel ist ehrlich, er verstellt sich nicht in den Videos, wie ich schon gesagt habe. Seine Art, sein Charakter, der ist einfach übertrieben lustig. Er kann auch ernst sein, wenn er ernst. Also es kommt darauf an, wie er gerade drauf ist. Denke ich jetzt mal, meiner Meinung nach. Oder Ich geht mache von gerade den allen. Hitlergruß mit meinem Sackboy in Little Big Planet. Und Babis, hast du schon positive Sachen gesagt? Nein, darauf warte ich schon die ganze Zeit. Seit genau, lass mich nicht lügen, 6 Minuten und 12 Sekunden warte ich drauf. Auf jeden Fall, Ja, ja, wir haben Zeit, auf jeden wir Fall brauchen finde ich einfach echt, nur dass er zehn wirklich ein Minuten. korrekter YouTuber ist. Ich wohne nicht weit von ihm weg, das dazu nochmal, deshalb, daher kenne ich ihn ja auch, mehr oder weniger, Er muss sich jetzt ein bisschen pushen. durch Kevin und Daniel, euch will ich grüßen, Lukas natürlich auch. Das ist ja kein Ja, Grußvideo. trotzdem, macht man mal so, ja, das ist Höflichkeit, ja. Okay, ich grüße meine Oma, mein Opa, meine Ja, ist Schwester. gut, Nuke. Auf jeden Fall, daher kenne ich dich, die wohnt in Leipziger Straße, das sagt dir bestimmt was, das ist ja, glaube ich, neben der B-Punkt-Punkt-Punkt-Straße. Und ja, das dazu, ich will Aus ja der nicht so weiter Straße? sagen, nein, ich sage jetzt nicht die Straße und auch nicht die Hausnummer, weil Aus das der wäre echt mies. Straße? Nein, so, ja, auf jeden Fall fängt die Straße mit B an, mehr muss ich nicht sagen. Ja, auf jeden Fall echt korrekter YouTuber, ich finde wirklich, dass du ehrlich bist und dass du auf jeden Fall, ja, auch mehr Abos verdient hast, weil du einfach ehrlich bist mit dem SCUF-Controller. Ich finde es einfach, das Video fand ich wirklich einer mit der geilsten, was nicht zu den, keine Ahnung, COD-Gameplays gehört hat. Ich fand es einfach am geilsten, dass du wirklich gezeigt hast, dass du den SCUF besitzt, beziehungsweise gekauft hast. Wie Yusuf schon gesagt hast, das macht dich viel reifer und ich glaube, da unterscheidest du dich auf jeden Fall von anderen YouTubern und das macht dich, glaube ich, auch aus, dass du halt schon diese Reife hast. Darf ich noch was sagen? Nein. Doch. Und Ja, warum? zwar, Master Scorpion bringt auch Abwechslung auf seinem Kanal. Also er bringt auch sehr viel auf seinem Real-Life-Leben. Ich habe letztens das dümmste Video auf YouTube 4.0 angeschaut. Ernsthaft, ganz ehrlich, es soll jetzt nicht geschleimt oder so klingen, aber Marcel, falls du das siehst, du hast echt I Love Cookies Niveau schon. Ja. Ernsthaft, du hast in meinen Augen schon I Love Cookies Niveau. In unseren Augen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr dem zustimmt. Kann ja sein, Ja dass ihr klar. irgendwie Ja. Cookies mehr Klar. feiert. Auf jeden Fall, du hast in unseren Augen richtig I Love Cookies Niveau. Und dafür respektiere ich dich, mein Freund. Ernsthaft. Respektieren wir dich alle. Ja. Und an die Hater da draußen, lasst uns einfach einen fetten Dislike, Alter. Und klatscht mir meine Schlepphoden. Am besten Dislike des Elotrix doch, Alter. Ich würde mich feiern. Oder auch Kalto Clan, bitte Dislike Einmal fetten Dislike. das. Würde mich Ja. freuen. Ey, ich Ihr hoffe, denkt, Red. ihr Red, denkt, ich mit hoffe, Red, falls du das siehst, ich hoffe, von dir kommt ein Video, wo du mich natürlich auslachst und sagst, ja, wir No-Name-YouTuber. Weil du warst selber No-Name, okay? Mag sein, dass du jetzt, keine Ahnung, 20 Abonnenten oder so hast. Ich weiß nicht, wie viele du hast. Ich verfolge dich nicht, du 100.000. kleine Nutte. Mir leid, aber in meinen Augen bist du einfach eine Snitch. Ich habe letztens mal geschaut. Ich gönn dir den Erfolg nicht, weil du einfach undankbar bist. Ja, das stimmt wirklich. Marcel hat Ja. sich das einfach alles selber erarbeitet. Vielleicht ein bisschen mit Apokalypto-Hilfe durch den Clan, aber trotzdem hat er wirklich selber dazu viel beigetragen. Und das ist in der deutschen Community heutzutage richtig schwer, noch irgendwie bekannt zu werden. Er Ja. hat eine deutsche Community, er hat selber eine deutsche Community auf Aufgebaut, ja. sich aufgebaut, ja genau. Also in meinen Augen sind die besten YouTuber ganz klar Fedor, Isle of Cookies, der ganze Impact-Clan auf jeden Fall. Bibibibibibanator. Auf jeden Fall der Biber. Und jetzt kommt der übel krasse XBKL Halt dein Maul. Nein, ich wollte eigentlich sagen Was ist mit Over the Insta21. Gürkchen? Over the Limit ist natürlich auch bombenmäßig, natürlich unten in der Videobeschreibung. Und natürlich
InScope 21. Ja, Alter. Ja, Lecker! wahrscheinlich. Über den werden wir wahrscheinlich als nächstes reden. Vielleicht ein Video mit Yusuf, keine Ahnung, wenn er Zeit hat. Wir sind schon wieder über 10 Minuten, Jungs. Ja, dann würde ich sagen, Negativpunkte, ach, es was, gibt keine. Alter, wenn's. Wir können meinetwegen 30 Minuten reden, ich habe genug zu sagen. Ja. Ich auch. Und wir haben Geld. Ah! Ja. Boah, Babis, halt die Fresse. Ja. Ja, Babis, du wolltest ja immer die negativen Punkte ansprechen. Genau! Und zwar das Negative ist. Lässt jetzt von dir stehen. Nein, ich stehe jetzt mal nicht, dass es nichts Negatives gibt. Ja, es gibt einen negativen Punkt, aber den wird, glaube ich, Nuke oder ich muss noch mal sagen. Aber das wird nicht Ja, wirklich ich hab ein. den schon vergessen. Ja, okay, dann mache ich ihn. Ja, nein, ich weiß ihn doch. Okay, dann macht Nico ihn. Oder Und dann, ja, verabschiede ich mich schon mal an dieser Stelle. Danke fürs Ende sehen. Und ein Like da lassen, ein Kommi auch. Dann sage ich einfach nur noch, favorisieren, masturbieren. Ciao. und zwar der negative Punkt ist, er hat einfach weh, er hat zu wenig Abonnenten. Oder? Das wolltest du doch sagen. Ja. Ja, er hat einfach zu wenig Abonnenten. Das ist einfach der negativste Punkt, den es gibt. Sonst gibt es keinen negativen Punkt von Master Scorpion. Oder an Master Scorpion. Doch ein Problem gibt's bei Marcel. Was? Sage ich jetzt offen und ehrlich. Was? Wegen dem habe ich angefangen zu schwitzen. Ja. Ernsthaft, Marcel. Alter, du schuldest mir so viele T-Shirts und Unterhosen. Unglaublich. Habt da rein, Leute, das war's auch von meiner Seite aus, Nico. Vorletztes Wort, ich will das letzte Wort. Naja. Ich sag, das war's von mir auch. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mehr sehen wollt von der Serie, dann würde ich mich über 15 Likes freuen. Ich schätze mal, das wäre drin. 15 Likes sind natürlich vielleicht Da sind drin. mehr drin. Leute, ich werde das Video teilen und liken. Von meinen Und Abonnenten, ich erwarte mindestens 20 Likes auf das Video, Alter. Ich erwarte es einfach von euch. Und hinterlasst dem Bubbles und dem Nuke einfach bitte ein Abo da. Weil die Leute verdienen es ernsthaft. Die sind echt korrekt. Ja. Nico. Ouch. Dankeschön. Dann sage ich Vielen noch, Dank. bewerten und kommentieren nicht vergessen. Wie gesagt, 15 Likes oder mehr würden wir uns sehr freuen. Dann kommt auf jeden Fall mehr mit dem Yusuf und mit dem natürlich mit dem Babis auch. Natürlich auch die Serie dann. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Ich bin raus. Alles Tabak, und das war mein letztes Wort. So, von meiner Seite aus nochmal. Haut da rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und von mir noch ein kräftiges Jau. Wahrscheinlich. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Mein Name ist Christoph von Over the Limit. Und ja, wir sind raus. Ciao.